Wie können Sie in Alexis Austria Honorarnoten erstellen? Wichtig ist dafür, dass Sie natürlich zumindest eine Leistung noch nicht verrechnet haben. In der Karteiansicht wählen Sie dazu den Zeilentyp Z für Leistung und beginnen entweder den entsprechenden Code oder die Beschreibung der Leistung einzugeben. Achten Sie auch darauf, zu jeder Leistung eine passende Diagnose in Ihrer Kartei zu haben. Nun haben Sie zumindest eine Leistung offen. Wechseln Sie in die Perspektive Rechnungen und betrachten Sie dort in der Sicht Konsultationen zum Verrechnen die Liste der aktuell offenen Behandlungen. Um eine einzelne Konsultation zu verrechnen, ziehen Sie diese einfach in die Spalte Rechnungsvorschlag. Sie können beliebig viele Konsultationen, die noch offen sind, in diese Spalte hineinziehen. Alternativ dazu gibt es auch eine Unterstützung. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Icon und nun können Sie angeben, welche Behandlungen Sie zur Verrechnung vorschlagen möchten. Wenn Sie sämtliche Rechnungsvorschläge aufgelistet haben, klicken Sie auf Rechnungen erstellen. Bestätigen Sie das kommende Dialogfenster. Und Sie sehen, dass unsere beiden Konsultationen tatsächlich verrechnet wurden. Im Fenster Rechnungsdetails sehen Sie die entsprechenden Details zur Rechnung. Um eine Rechnung am Drucker auszugeben, klicken Sie auf Ausgewählte Rechnungen ausgeben. Diesen Prozess können Sie beschleunigen, indem Sie immer einen entsprechenden Drucker vorauswählen, auf dem die Rechnungen gedruckt werden sollen. In der Briefansicht sehen Sie nun die entsprechende Rechnung.